An diesem Tag hatte ich mir Zeit genommen, Quitos historisches Zentrum zu besichtigen. This is the starting point of my route through the old town of the Ecuadorian capital. Die Plaza de la Independencia ist eines der größten Plätze im Zentrum und er wird genutzt, um sich den letzten Tratsch zu erzählen unter Ecuadorianern oder mit allem möglichen Geld zu verdienen. Eine der ältesten Straßen im Zentrum ist die Calle de las Siete Cruces, was so viel heißt wie die Straße der Sieben Kreuze. Sie wird deshalb so genannt, weil sich auf ihrer Linie die sieben bedeutendsten Kirchen in Quito befinden. Diese kleinen Stände, die allerlei Krimskrams verkaufen, sieht man an fast jeder Ecke. Im Süden der Straße der Sieben Kreuze befindet sich El Panecillo, was so viel heißt wie das kleine Brötchen. Der Hügel wird deshalb so genannt, weil er aussieht wie ein kleines Brötchen. Die geflügelte Jungfrau ist eines der Wahrzeichen Quitos und die einzige mit Flügeln. Man kann zum Panecillo fahren und auch auf die Statue klettern. Die Treppen hinaufzunehmen ist allerdings sehr gefährlich, da dort noch Überfälle passieren können. Es ist auf jeden Fall sinnvoller, sich ein Taxi vom Zentrum zu nehmen, dahin für ungefähr 4 Dollar bis hinauf. Mit ihren kunstvollen Gemälden und reichhaltigen Statuen aus Gold ist die Compañía de Jesús eine der wichtigsten Kirchen in Quito. Die Kirche am Plaza San Francisco ist eine der ältesten im ganzen Land und wurde nach dem Einfall der Spanier auf den Mauern eines Inka-Tempels erbaut. La Ronda ist die Partymeile und Kunstmeile der Stadt. Auf dem Plaza del Teatro sieht man sehr oft Schausteller und anderes ziehendes Volk, das versucht, mit allen möglichen Dingen Geld zu verdienen. An diesem Tag gab es eine Fotoausstellung. Dieser Dom im Hintergrund ist die größte Kirche in Ecuador, die Basilica del Voto Nacional. Sie ist eine der eindrucksvollsten Kirchen und immer einen Besuch wert.